Hallo und willkommen zu einem kleinen Special-Video. Und zwar wurde ich schon des Öfteren darum gebeten, Fotos bzw. Videos von meinem Meerschweinchen zu machen, um sie mal so richtig vorzustellen. Dann fange ich mal mit der Vorstellungsrunde an. Meerschweinchen Nummer 1. Das da, der sich so neugierig umguckt, weil die anderen gerade Lärm machen, ist Charlie. Der größte von den allen. Langhaar, wie man unschwer erkennen kann. Nun ja, Charlie ist ungefähr 7 Monate alt. Bekommen habe ich ihn damals, als er so um die 3 bis 4 Wochen alt war. Und ja, er ist eigentlich so der mutigste von allen. Aber auch einer der frechsten, weil er hat die Angewohnheit, einen anzuknabbern. Ja, knabber mich an. Aber er macht es nicht so auf Weisen böse oder so, das ist noch irgendwie lieb bei ihm gemeint. Und da haben wir Meerschweinchen Nummer 2, zeitgleich bekommen mit Charlie. Und das ist Barney, der einem schön den Arsch entgegenstreckt. Er ist von Natur aus so, also er ist ein bisschen kleiner und ein bisschen lauter, wie man mitgrüßt. Er ist zwar neugierig, aber, aber er ist auch ein ziemlich kleiner Schisser, also große Klappe und nichts dahinter. Und er ist auch so ein Langhaar-Meerschweinchen wie Charlie, also wir nehmen an, dass er aus demselben Wurf kommt, dass er damals auch so um die 3 Wochen alt war, ist jetzt mittlerweile dann auch 7 Monate alt. Und da haben wir Meerschweinchen Nummer 3, die lauteste von allen, ein kleines Mädel, habe ich seit Samstag? Ja, seit Samstagabend. Wie ich sehr gefreut habe. Ja. Sie heißt Penny. Ist ungefähr 2,5 Monate alt. Die ist so klein und süß. Hat auch schon einen kleinen Wirbel auf dem Kopf. Wie Barney. Aber ist ein Kurzhaarmeerschweinchen. Und so samtig weiches Fell. Das ist so cool. Und sie ist so vom Charakter her laut. Wie sie gerade demonstriert hat, also es war noch nichts im Vergleich zu dem, was sie sonst machen kann. Wenn sie nach den anderen ruft, dachte ich echt, ich wäre taub. Und sie ist auch ein bisschen aufgeweckter und sehr agil, muss ich sagen. Die hat es geschafft, auf die Häuschen hochzukommen. Die sind so locker mal 16 bis 17 cm hoch. Das schafft Charlie heute noch nicht so ganz. Und natürlich ihre kleinen, pieksigen Krallen, ja. Die haben mir auch schon ordentlich den Hals zerkratzt, weil sie sich plötzlich erschreckt hatte und meinte, meine Jacke klettern zu müssen. Ja, aber du bist so niedlich, das verzeih ich dir. Das haben die anderen auch schon gemacht. Und hier sieht man ein bisschen den Lebensraum von den Dreien. Und ja, was auch lustig ist, nicht nur die Tür wird als Ein- und Ausgang benutzt, sondern auch das Fenster. Und zwar von allen dreien. Ich hätte nicht gedacht, dass hier kleinen fetten Schweinchen, ja, vor allem dich, Charlie, meine ich, dass ihr dann noch durchpasst. Oh, ich versuche jetzt mit meinem viel zu kurzen Videokabel und wahrscheinlich meinem viel zu kurzen Arm, ich habe das irgendwie von Amnesia übernommen, viel zu kurzen Arm, den Salat reinzutun. Was passiert damit wohl? Oh. So. Jetzt guckt mal alle in die Kamera und sagt tschüss. Los, sagt tschüss. Ja, Penny, du redest eh die ganze Zeit. Du bist ein Mädchen. Typisch Frau. Jo, du kleine Süße. Mein kleines Löwenköpfchen. Ist jetzt blöd, dass du da sitzt. Du musst jetzt wieder hin. Was? Hallo? Mal was Putziges. Du bist mal was Putziges. Na, du bist ja schon putzig. Ja, kleines für dich, Charlie. Jo. Das. Mach was Niedliches. Sei süß. Sei süß.